Hallo meine lieben Zuseher, herzlich willkommen zu einem kleinen kompakten Bitcoin-Update. Es ist der 5.6.2018, 18.32 Uhr. Wir schauen uns gleich an, was denn hier abgeht mit diesem Pump, wie weit der Pump jetzt nach oben gehen könnte, was ich für Bedenken habe und wie das Ganze jetzt eben momentan aussieht. Ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Davon noch ein kurzer Hinweis auf meine Telegram-Gruppe. Den Link dazu findest du in den Kommentaren. Das würde mich mega freuen, wenn du auch in die Gruppe kommst. Und wir starten jetzt direkt damit los, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich bei diesem Leading Diagonal. Im letzten Video waren wir circa bei diesem Punkt hier oben und haben uns gefragt, ja, warum sollte man hier jetzt long gehen, warum sollte man hier short gehen? Ihr wisst, glaube ich, noch das Video, wenn ihr das gesehen habt, dann war die Antwort ziemlich neutral, weil wir hatten, man hätte die Wahrscheinlichkeit, dass es stark nach unten ausbricht in diesem Leading Diagonal, aber wir hatten auch bullische Indikatoren, also war für mich hier konkret auch eine No-Trade-Zone, was oft eigentlich die beste Zone ist, wenn man weiß, wann man in einen Trade gehen soll und wann man nicht in einen Trade gehen soll. Und jetzt sprechen wir aber konkret darüber, was man jetzt hier für Setup spielen hätte können und wie man das Ganze eben macht, damit man auch immer wieder mal Live-Beispiele bekommt, wie das Ganze dann funktioniert, wenn wir so einen Breakdown sehen, wo man seine Buys setzt, wie man seine Buys laddert, wie man sein Risiko einstellt. Und das gehen wir jetzt konkret hier durch. Wir haben jetzt gesehen, dass sie aus diesem Leading Diagonal ausgebrochen sind. Und was ihr dann als erstes konkret macht, ihr wollt wissen, wo sind denn meine Support-Zonen? Und das macht ihr natürlich, indem ihr die Fibonacci Retracements anlegt. Jetzt sieht die Fibonacci Retracements vom Start dieser Wellenstruktur ganz hier unten bis ganz hier hoch zu diesem Ende dieser fünf Wellen und dann wisst ihr ungefähr, okay, ja, wo haben wir Support, in welchem Bereich, wo soll ich meine Buy Orders reinlegen und vor allem, wie lege ich meine Buy Orders. Bei mir war jetzt das Problem, ich hatte eine ziemlich aggressive Strategie gefahren, das heißt, ich wollte ziemlich tief einkaufen, konkret ab 7.350 und habe drei Order ab 7.350 gesetzt und es wurde halt nur einer getriggert, was aber eigentlich auch schon ziemlich gut ist, weil ich den Boden jetzt um 4 Dollar erwischt habe und wir ja wirklich jetzt bei 0,618 gebounced sind. Also das zeigt schon mal, wie mächtig denn diese Fibonacci Retracements sind, weil wir wirklich exakt hier auf den Dollar bouncen und diese Linie liegt seit 2 Tagen so, seit dem letzten Video, also ich habe da nichts verstellt. Das heißt, ihr geht hier, wenn ihr auf BitMEX seid, dann müsst ihr das Ganze mit einem Limit Order machen. Den Limit Order setzt ihr hier drüben und ihr tippt bitte nur bei Limit Order einen niedrigen Preis ein und macht das bitte nicht über Stop Market oder ähnliches, weil Stop Market ist wirklich extrem teuer und das wollt ihr nicht. Ich sehe jetzt hier, dieser Order ging durch, 15.000 Kontrakte, die anderen zwei Order gingen nicht durch, ist jetzt auch nicht so schlimm, aber auf alle Fälle müsst ihr immer euer Risiko minimieren und das könnt ihr nur, indem ihr eure Orders laddert. Natürlich hätte ich gern mehr Gewinn und wäre direkt mit der ganzen Position hier auf 0,618 reingegangen. Das war natürlich das noch bessere Szenario in dem Fall, aber das Risiko wäre zu hoch. Aber was macht ihr, wenn der Bitcoin 0,618 bricht? Dann macht ihr 20% Minus mit einem 10er Hebel, weil wir dann 2% nochmal fallen und auf das 0,786 Retracement gehen. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, zwischen zwei Szenarien, ein Szenario mit einem hohen Risiko und einem hohen Gewinn, also einem noch höheren Gewinn, und das zweite Szenario ist mit einem viel niedrigeren Risiko, aber auch einem guten Gewinn. Und ich muss da ganz klar sagen, ich nehme das zweite Szenario, weil sonst könnte ich auch ins Casino gehen, weil das sonst nicht mehr viel mit technischer Analyse zu tun hat und eben Strategie und strategischem Verhalten. Das heißt konkret, meine Buy Orders waren in diesem Bereich 7.350, hat man hier auch gesehen, Entry 7.350,5. Hier ein Buy Order, hier ein Buy Order und hier ein Buy Order. Aber wenn wir 0,618 brechen, dann werden diese Buy Orders auf dem Weg zu 0,786 getriggert, was für einen niedrigen Einstiegspreis sorgt und was es dann eben nicht mehr so schlimm macht, dass mein Einstiegspreis vom ersten Kauf eben zu hoch ist, weil die, ihr müsst euch denken, das wird zusammengerechnet, das wird aufgezählt und dann eben durch die drei Orders dividiert. Das heißt, ihr habt dann immer noch einen sehr guten Einstiegspreis. Und so findet man wirklich perfekt die Einstiegszeitpunkte für solche Swings. Weil solche Swings, das sind wirklich die Trades, die ihr machen wollt, weil ihr wollt euch nicht irgendwie in einem Daytrading-Chart rumplagen zwischen 1 und 5 Minuten Bereich und irgendwie diese 0,5% Scalps abgreifen, wo ihr sowieso keine Chance habt, wenn ihr nicht irgendwie ein extrem guter Profit-Trader seid. Das sind die Swings, die man einfach spielen kann, wo man einfach sein Risiko sehr gut einstellen kann. Ich habe auch hier meine Risikotabelle. Da kann ich eingeben, wann ich in den Trade gehe. Einkaufspreis 7.350, mein Zielverkaufspreis. In dem Fall müssen wir uns das Ganze gleich anschauen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Und ich kann hier alles verstellen. Ihr seht, wenn ich 7.600 eingebe, switcht der Gewinn wird weniger, jetzt wird der Gewinn mehr. Hier habe ich meinen Stop-Loss, wenn ich meinen Stop-Loss niedriger setze, wird das Risiko größer. Wenn ich meinen Stop-Loss höher setze, wird das Risikoverhältnis
Ah, das Risikoverhältnis wird größer und in dem Fall heißt größeres Risikoverhältnis ist was Positives in dem Fall. Also nicht mehr Risiko heißt was Schlechtes. Ihr wollt ein gutes Risk-to-Reward-Verhältnis. Ihr wollt das im Regelfall ein Risk-to-Reward-Verhältnis von 2 aufwärts, wenn ihr Anfänger seid. So, nur mal das ganze Setup zu erklären, damit ihr auch mal ein Praxisbeispiel habt. Wir sind jetzt hier erstmal abgeprallt und jetzt habe ich halt schon wieder arge Bedenken. Nämlich, wenn ich meine Wellen sehe, meine Wellen zähle, sorry, und wenn ich jetzt wirklich die Wellen nach unten zähle, dann muss ich mich halt fragen, ob mein Long jetzt wirklich hier noch ein guter Position ist oder ob ich den Profit taken soll, weil ganz einfach, wenn man hier wieder bei der Welle A die Wellen zählt und wir zählen hier ganz klar 1, 2, 3, 4, 5 Wellen nach unten, dann frage ich mich halt irgendwo, okay, das waren jetzt die 5 Wellen von A, wir haben jetzt ein B gesehen und irgendwie fehlt mir dann noch eine Welle nach unten. Mir fehlt eine Welle C. Und dementsprechend habe ich da jetzt schon wieder Bedenken und sehe den Bereich bei 7200 immer noch als ziemlich möglich. Warum? Wenn man sich auch hier die Extensions anzieht, also hier runter, hier hoch, ihr wisst, ich habe das im Video schon erklärt, also die Welle A ausmessen im Vergleich zur Welle B und im Vergleich zur Welle C dann haben wir eine One-to-One-Extension bei der 7250 und wir haben auch ein FIB Retracement von 0,786 bei 7200. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht so ultra bullish und sage jetzt, oh, Pump, hurra, jetzt geht es direkt auf 10.000, auf keinen Fall. Sieht für mich immer noch aus wie ein klassisches B, solange ich nicht Confirmation habe. Und Confirmation heißt für mich, wir müssen mindestens hier brechen. Also vor 7.750 gehe ich nicht von einem besseren Szenario als 7.200. Das heißt, wenn wir 7.700 nicht brechen, gehe ich immer noch davon aus, dass wir mindestens 7.200 treffen und uns von dort erst wieder nach oben bewegen. Das wäre jetzt mal so mein Anstoß zu diesem Setup, damit ihr auch hier gewarnt seid und nicht irgendwie jetzt irgendwelche FOMO-Käufe tätigt, denn das könnte nach hinten losgehen. Also vor 7.800, 7.900 würde ich definitiv keine Swings mehr eröffnen, solange wir jetzt eben nicht diese Area brechen. Weil wenn wir diesen Bereich nicht brechen, könnte es direkt nochmal hier nach unten gehen und dann hätten wir zwar hier noch starken Support bei dieser Linie jetzt hier, bei dieser Trendlinie, aber im Regelfall geht es dann wieder zu 0,786 zurück, was auch korreliert mit der One-to-One-Extension. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video war irgendwie hilfreich für euch. Wie gesagt, Swing Trading steht auf der Liste ganz weit oben. Ich mache jetzt die Tage noch ein Video zu Swing Trading, also vor allem auf Binance, Altcoins, mit welchem Tool ich das mache und wie man diese Swings imperfekt tradet. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.